sirene di annuto offure. Nein, das geht schon. Da, look. Letztes Mal hat es einen U6 Versuch gemacht. Ich schaue hier in die Kamera, das sieht schön. Ich komm, schau mal in die Kamera. Es sieht kühler aus in der Kamera. Als jetzt. Ja, schau mal, es glänzt viel mehr und so. Weil es Handy aber ist da glänzt im Fall. Ah, das ist 12 Mini. Das ist 12 Mini. Schau, schau. Schau, so macht man das. Geil. Im Fall, der hat auch so einen Anzug, damit er nicht kalt wird. Ich ohne Anzug. Er ist ohne Anzug. Oh, das wäre schlimm. Aber du musst auch mega viel schwimmen. Der. Aber. Schwimmen ist doch einfach. Ja. Wenn es so kommt. Das ist genau das gleiche mit Schwimmen und Wechseln. Genau eine Minute. Das ist 12 Pro Mini. Ja, das ist 12 Pro Mini. Ey, ey, nicht berühren. Nicht drüben. Nein, eine hast. Aber der hat kurz wollen. Aber einer hat letztes Mal gesagt, man kann nicht mehr als 2 Minuten. Ja. Nicht lange. Nicht. What? Ich sehe. Hast du gesehen? Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ist einfach Profi. Weißt du, die versuchen jetzt immer dort. Geil. Geil. Los, kannst du jetzt einen Take-off machen. Das geht. Gehen wir mal die andere Seite, die geht noch nicht so gut. Ja, wenn du bremst, das einfach, wenn du einfach so nicht mehr machen. Leider können wir avoiden, wir sind da. Aber ein klein weiter komm schon.
anderen Fuß vorne sein. Was meinst du? Wir wollen alle machen, du kannst Skateboard. Das ist wie 100 alle hintereinander. Ich kann nicht, dass ich das machen. Immer pumpen, 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 pumpen. Mit der Fett nicht. Mit der nicht? Nein. Wenn du nicht schwimmen? Wie lange geht das Video jetzt schon? 7 Minuten! Alter, das geht sicher irgendwie eine Stunde. Das geht sicher 5 Stunden. Ich gehe 2. 3. Ja! Einfach mal. Was? Machen Sie es mit einem Bein? Nein. Das hintere Bein ist mir gestorben. Oh. Der schlutzt einfach mal so.
Ja, so wie ein Pimmel auf Flüchtlinge. Ich hab Pimmel auf Flüchtlinge. Ich hab die Pimmel. Ich hab jetzt schnell ein Schmerz, das ist okay. Ja, ja. Immer wenn er so macht, die Leona, die Lele, 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 Lele. Oder nein, das ist blöd. Wenn er es mehr, wenn er genau eine Minute schafft, müssen wir dort bis da reinlaufen. Ja, okay, gut. Okay. Also ich meine, wenn er je... Ja, ich mach's einfach. Ja, ich... Schön warm. Oh, geil! Ah.
chillen. Maman, chill. Regarde le monsieur là. Gute Idee war, ganz nass jetzt zu sein. Edgar, il a fait... Mama, Edgar, il a fait jusqu'à là. Edgar, il a fait jusqu'à là, Mama. Und wenn ihr kalt haben, dann musst du zu Hause gehen und Quentin müssen wir zu Hause gehen. Mais il fait pas froid, gar nicht mit kalt. Doch, mein Quentin. Prochain, jetzt haben wir Royal. Non, Quentin, sûrement pas. Sûrement pas. Alors, jetzt gehen wir dort, weil ich hätte gern, ich wollte um 3 Uhr eine Glasse essen gehen. Aber ihr seid so nass. Thibaut, du bekommst schon ich schon kann schnell. Ja, wie? So möglich. Thank you.
Regarde ce qu'il fait lui. Tu vas voir. Merde. Parti. Non, parce qu'il n'y a pas de truc avec, c'est parce qu'avec CP il fait, il a obligé. Justement, c'est ça, c'est mécanique, c'est pas ce que tout à l'heure, il a fait une grande distance, tu vois. Ah, il se filme. C'est bien ces trucs, c'est ça qu'il me faut, moi. Là, pour mettre un appareil photo. Non, regarde, tu peux tordre le pied autour d'une barre et tout, c'est super bien fait. Le pied, tu le tords autour de la barre, c'est tout une machin qui se tord comme ça. Tu mets la forme de kilo. Mais là, avec les pieds que t'as là, tu peux le faire. Non, c'est fort à quel sujet. T'as pas vu que j'ai mis des pieds sur ton appareil photo à la maison? C'est toi qui vas faire le tour du poteau, là, Oui. Que t'as mis. Tu peux faire. Tu peux mettre deux branches comme ça et une branche comme ça. Mon appareil photo, comme il est lourd, j'ai intérêt à t'assurer. Je vais pas mettre mon appareil à 1500 sur une barre. Si je suis pas à 100% de son régime, j'aurais pas ce que ça.
essayer, chérie? Ah non, non. Il est revenu en partant d'ici, quand on attend la voix et tout, c'est bizarre. Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas électrique alors? C'est pas... T'as bien vu les impulsions? Ouais, tu vois bien qu'il donne des impulsions, j'ai pas eu tapita. C'est ce qu'ils ont inventé, ouais. Ça lui permet les petites ailettes en profondeur, ça fait comme un feu, ça appuie sur l'eau quand tu fais ça. Ouais, mais il y a encore plus parce qu'il doit, impulser comme ça. Puis il est obligé d'appuyer sur l'eau. Il doit donner un mouvement d'avant, certainement. Ouais, ça le fait remonter, ça, quand il appuie après. Ça, il se fait où? Oui, la face est tirée. T'as vu les jambes au pied là? C'est la même pomme, ouais. Avec de l'eau chaude à la rigueur. De l'eau à 25. Yeah, good. What you want to do? It's tough. Yeah, you need balance. Yeah, it's tough. Strength and the weight, depends. Mm. But this is my bad side, huh? Huh? It's goofy. Goofy? The other side is better, yeah? Okay. But I have to switch because otherwise my muscles get too big in the right leg. Yeah. Okay. But today is nice. No wind, no wave. Ça doit être plus facile avec le vent. Ah, en plus, il donne un mouvement d'avant, tu vois. Dès qu'il a perdu la pluie, ouais. Cool. Ça doit être fatigant quand même. C'est aussi easy, non? Hein? Non, ça paraît pas facile du tout. Déjà, je vais le mettre comment il est, où il tombe, alors j'imagine quoi. C'est comme quand tu fais... Tu fais des grenouilles? Non, mais... Non, mais tu fais des grenouilles, des... C'est comme quand tu fais la planche à voile, la première fois. C'est quoi, la première fois que j'ai essayé, j'ai passé mon temps dans l'eau. Dès que je montais dessus, boum, je partais dans l'autre sens. Boum, boum, boum. On était à Mirabel Jonage avec mes frangines. On était au bord du lac. Où les mecs ils apprenaient justement. Ça s'est pris un... tout l'après-midi à rigoler. Ah oui. Oh, punaise. C'était bon. It's a kite foil board, hein, for kite surfing. My wife wants to try. Yeah, no. She can come. No problem. Anytime. I hold the board for you and then you can jump on. That's how you do it with beginners. With my children, I hold the board. In summer, I can, maybe. Summer, it's closed, right? Impossible. You have to go somewhere else. That's why we still have to practice. How cold is the water today? 5 degrees. How? Five, six, maybe. But it's warm, right, because of the sun. Yeah. I was here in winter, it was frozen with snow, and the snow shovel first. That's if you have a good combination, okay? Yeah, it's like a penguin. Yeah. Like penguin, yes. 6 millimeters. Fat penguin. Et en plus, t'as vu le mouvement qu'il a? Il a le mouvement avec les bras qui s'est... Oui, j'en ai. Hop, 10 secondes, c'est bon. J'arrête à 10 secondes. Take a movie if you want. I take one. This one is okay. Ah, this is goofy. Good. Yeah. Thank you. You have to send it to me. That is good. I'm happy. Just you type your mail. Mail, okay. I'm sorry. Your name is.
Z, 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 yes, Z, D, D. A, 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 yeah, V, huh? A, T, Z, at, Gmail. Now one more, this is going to be a big one. Longer lap. Okay. This is not good. G Davat, Z, Z Davat, yeah, Z, Z D A V A T Z, yeah. Okay. Yeah. Thank you. 2 minutes, just one. Nah, not quite, maybe almost. Non, c'est pas non, c'est fantastique, non? Oui, c'est facile. Hein. Et donc, Zopin. 25 secondes. C'est dingue, hein? Il a un zibelon sur l'eau. Il a un zibelon sur l'eau, c'est pas. J'ai vu la télévision. Tiens, le truc là. Le Green Hornet, je crois, non? Il n'y en a pas un qui est sur une planche comme ça, là? Non, c'est là. C'est là, ouais. Pour faire un peu près de temps. On peut aussi faire une photo pour son imposteur. C'est lisse, il est là, on en peut plus de l'eau là. Alors, cochonnerie. Je sais pas comment dire l'envoyer, mais c'est un peu comme ça. Je sais pas si elle est partie à part mail. Si, moi j'ai reçu tout ce qu'elle m'a envoyé par mail aussi. Après, bon, vous, bah non, elle a zippé, elle m'a envoyé par mail. C'est moi qui suis. On te demandera le reste pour une solution. Je sais pas, elle l'a zippé. J'ai dit à Samira, tu me zippes et tu me l'envoies. Après, je l'ai reçu et j'ai dit, t'es obligé d'ouvrir par OneDrive. Et Laura, elle a vu qu'elle avait OneDrive sur son machin, elle a même pas eu besoin de zipper, elle l'a vu tout de suite. Mais... on doit avoir la santé, lui. Hein. Mais... bon, rien que je fais ça, tu sais quoi, au bout d'un moment, mes cuisses, elles vont faire. Elles vont brûler, tu sais quoi. Imagine un moment quand même. En plus, un moment, tu dois balancer en avant. Comme ça. En plus, c'est comme ça. Ah, oui. Si, parce que tu peux balancer. Il dit que quand il y a du vent, il va plus loin. Non, justement, c'est pas du tout ça. Ah bon? Très c'est emmerdé par le vent. C'est parfois aujourd'hui, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mal. Ah, j'ai mal un peu de vent. Le contraire, ça gêne. C'est sans faire du vent, il n'y a pas de voile, il n'y a rien. Ah, ça le pousse. Mais c'est vrai. Tu vas te gêner, ça te fera tomber, je comprends. Pas d'équilibre. Regarde, il y a même un peu de gros, il y a même un peu de gros. C'est parce qu'il est sur ce... d'abord il est sur ce point de ça, en fait, naturellement, en fait, peut-être que tu peux mettre la glace là. Non, c'est ça. C'est un bon problème, c'est droit devant. Le vent, le vent. C'est vrai que tu sens le plus facile. Ouais, je suis bien. De toute façon, c'est... ouais, c'est bien. Je sais pas si c'est plus facile ou pas. En fait, c'est clair, nous sommes dans le côté. Bah, même quand je fais de la patinette, je m'assieds ici. Et non, je m'assieds ici devant et je m'assieds ici derrière. Bah, moi, je mets mon couvre devant et mon plus proche à l'arrière de la patinette. Et quand je regarde plus là-bas, c'est entre les chiens, les gosses et les machins.
You have to land with your back foot first. If I have to do this, I would put my right hand first. Your right one first, okay, then you have to land with your left first. So you go... Ah, so what is Goofy? Goofy is all right? Goofy is right. Ah, so I'm Goofy. Right forward. Okay. And left is regular. Regular? Yeah, left forward is regular. You cannot choice. It's what is natural for you, okay? It's more natural this or... No, for me, what? Of course, regular is more natural. The regular? Yeah. Okay. That's why I go much further. Okay. I'll show you the... A long one, long ride, make 26 seconds, I think. Yeah, no, I can do better. But I'm practicing. Not this one. This one is too long. I was undecided. You can send me as well, please. I didn't know if I want to go left or right, and then I had spin out. You can turn? Oh, of course. I went there, I went to slow. No, I go around the raft and then back. Yeah, I was too high up and I lost the control. And you can stay long like this? One minute, a little bit more, Okay. But you are tired now. It's high intensity interval training. Okay. So it's 180, pulse, and then down again. That's the cardio. Yeah, exactly. Okay. So, have a nice day. Yeah, and thank you. I'll see you in this video. Thank you very much. Huh? Kein Millimeter. Wie? Braucht man schon Kraft, wenn ich so sehe. Ja, das kommt, ist eine verhältnismäßige Kraft und Gewicht. Ja. Wenn du leichter bist, ist es schon einfacher. Wirklich? Ja, aber da fliege ich ja drüber. Genau. Kannst du auch einen kleineren Flügel nehmen. Und schwer fliegen sie nicht dabei? Nee, egal, überhaupt nicht. Jetzt ist es für sich damit. Nee, jetzt ist es warm. Ist das schon gut? Ja, es ist super. Im Winter war es schon ab und zu kalt. Ja, ich habe nur gestanden. Aber es gibt ja die Leute, die kommen dann heute noch, die schwimmen dann ohne Anzug. Ja, ich habe das gesehen, wenn da einer da vorbeigekommen ist. Ja, jetzt. Mit so einer Kugel hinten dran. Ja, da, gut, der war mit Neopren. Ja, es gibt noch diese Wim Hof Anhänger. Die Klamotten haben sie wahrscheinlich da drin, oder? Ich kann nicht so Gepäckstücken, was ja.
Nein, aber ich meine, die Wim Hof Fans, die schwimmen ohne Anzug. Die gehen nur Badehose rein, ganzes Jahr. Abhärten. Ja, so nennt man das genau. Wir sind ja vorhin richtig weit gekommen. Wow. Waren sie ja vorhin ganz weit, bei dem Gelben vorbei, gell, und da vorne zurück bei der Insel. Gell, ja. Waren sie mal? Ja. Ich habe nur gestartet. Oh. Ja, ja, das ist dann die gute Seite. Gell, das war, glaube ich, das Höchste heute, oder? Also, ja, ja, aber es geht, kommt schon noch mehr. Komm, ach, guck mal, okay. Also ich bin jetzt am Goofy üben, oder? Die andere Seite. Damit ich wechseln kann. Sonst wird du brauchst das hintere Bein, muss mehr Power geben. Ich habe so gemerkt, wie sie dann zwischendurch geschafft haben, wieder hoch. Gell, genau. Genau. Und was ist insgesamt das Ziel? Einfach mal eine Runde machen? Ja, nee, das Ziel ist einfach Spaß haben. Ach, Spaß haben. Einfach pumpen und eben jetzt ein bisschen üben, so wechseln und so. Okay, okay. Und die Aussicht genießen, mit den Leuten kommunizieren. Ja, vorhin waren ja mein Hörer da. Ja, genau. Schön. Ja, gut, dann wünsche ich noch viel Spaß. Danke, tschüss. Thank you.
gemacht, da weiß ich was. Und einmal machen und dann. Dann war es klar. Jetzt.
Merci, bist du da? Merci, bist du da? Genau. Was? Ja, am Samstag um 9 Uhr morgen. Sind wir wieder da? Ist immer da? Ja, am Wochenende immer. Ja, ja. So lange Tag noch nicht offen. Also deine Tag? Immer Mittwoch, 9 Uhr. Und Samstag? Meistens am Morgen. Samstag, Sonntag. Warten wir mal. Ja, ist gut. Dass ihr da immer pumpen. Immer pumpen. Immer so. Das ist nicht für mich zu sagen oder so. Ja, das ist kein Vollbrett. Eben, am Schluss wirst du noch etwas sagen. Und dann, du kannst beides machen. Okay. Aber der Win ist einfach sehr gross, zum Feiten. Okay, der gestern hat uns zufrieden, wie das klingt. Ja. Also, du musst voll fit sein. Kommt noch alle her. Du musst voll fit sein. Aber eigentlich ist die Idee, dass du mit dem Pumpen rund rein ziehst. Ja. Minuten. So, Minuten, ein bisschen mehr. Ich kann das Kuhfi oder regular ist. Das Kuhfi mir zu rühren, aber regular kann ich wirklich. Ich war eben am Flusshöfer, aber jetzt habe ich das gesehen. Ich bin geilst und geilst. Das kommt dann einfach noch drauf. Aha, okay, ja, eben. Das ist verstanden. Ja, gut, dann ist eben, das ist ein Flügel, oder? Genau. Und du musst noch ein paar schieben. Ich habe das Gefühl, das ist viel zu gut. Nein. Ich bin 90 Kilo und Kollege ist 75. Oder? Und wenn natürlich das Skateboard fahren hilft, dann ist es auch immer. Ja, oder wie der Flusswelle, wenn man pumpen, ja, ja, um wieder zurückzukommen. Aber eben, es geht nachher tierisch. Das ist Hochintensität im Intervall. Also, das ist eigentlich die Idee. Die Idee ist nicht, dass du lang. Du kannst immer trainieren, du kannst kein Schiff, du brauchst kein Wind, du brauchst nicht, du kannst immer auf dem ganzen Winter da sein. Also die Idee ist eigentlich wirklich eben quasi als Training. Ja, Spass, ja. Ja, gut, wenn du 2 Stunden lang machst, ist es gut, oder? Gut, aber du bist voll gut. Ja, klar, ja. Mach jetzt einmal Golf, dann machen wir regular. No, hier ist jetzt der Schweizer Markt. In Vienna, also der Laden ist in Oberrieden. 2.500 neu. Oh, okay. Aber du kommst natürlich jetzt mit Cargo auch, weißt du? Guckst du mal da über einen Tausiger oder so. Weißt du das? Pumpfeuerung. Was? Pump? Pumpfeuerung. 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 Ja.
Ja. Oder Dogstart, also Stegstart. Gibt es da auch ein Duke selbst? Ja, ein Kollege von mir hat der tut ein bisschen das Zeug selber zusammen. Eben, ich habe nicht gedacht. Also wenn du etwas verstehst vom Materialfund? Ja, ich bin leider wieder in Fuchsia allergisch. Ja, okay. Ich kann selber Surfer und Gitarre. Ja, dann eben. Kannst du es auch, ich kann auch Fremdkörper. Eben, ja. Der Mast ist halt noch Alu. Die guten Marken haben schon Carbon. Hast du ein Amerikas gehabt? Die vorhinenden Segelschiffe, die sind in Neuseeland. Da fahren sie drüber, sie fahren 8 Knoten Wind, dann fahren 40 Knoten am Wind. Ja, ja. Die haben das auch mit drin? Ja, ja, und auch vor uns. Und sind ein Grund vor. Ich habe das gewusst, ja, wenn ich das für mich im Kopf ins Velo kostüriere, was ich dafür so brauche. Ja. Aber dann haben wir die Polster. Ja. Ich wundere mich, so. Ja, ja, genau. Ja, ich glaube. Hier sind viele
im Sommer ist er dazu, wegen der Bad. Ah, okay, ja. Und auch keine Chance. Aber die Bahn ist nicht. Du hast jetzt das Wasser, du bist 60 Grad. Ja, ja, 60 Grad, ja. Voll 6. Das hast du 4 mm da. Voll 6 mm. Ja, eben. Aber wir haben einen Wappen. Ja. Ja, wir sind nicht eins im Winter zu besurfen, aber es ist dann nicht mehr lustig. Ich kann mit Kappen nicht, nicht können, oder? Es sind 5 Grad Wasser, wenn es schnell ist, ist es in der cool, das ist schon geil. Ich kann den Neubau davon. Ah, ja. Ja. Soll ich näher da, schau? Der ist ganz hinten am Boden. Der ist da drin, wo ich bin. Ja. Hey, bitte, wir haben ja Frühling. Jetzt haben wir ja auch schon gesehen. Hier liegt jetzt. Für mich? Ja, also ja, zwei Stunden, ja, ja. Aber wie bist du gsi? Wir sind im Fluss, sind wir in, wie heisst das dort? Brennbach. Brennbach. Aber der hat ja nicht mehr Wasser. Nein, das ist das Problem. Das Problem hast du da nicht. Und das ist nur vor der Woche. Die Kollegen haben nicht mehr wollen warm werden, die ganze Seite warm, das haben sie nicht so akzeptiert. Ja. Noch einmal ist ein Brennbach von 17. Ich bin der Kopf, wie das ist. That's all new. Ja, ja, das ist so ein Flugzeugflügel, oder? Ja, genau, ja. Dann ist, wenn du nicht pumpst, bist du weg. Genau. Oberkanten, Unterkantenströmung, dann bleibt es. Genau. Und wenn du eine Welle erwischt vom Boot, oder, dann kannst du natürlich surfen. Und das Ziel eigentlich, dass du diese Wellen privatisieren kannst. Also im Sommer Erlenbach, pumpst du raus, dann kommt das Schiff, der Kursschiff, du weißt genau wann es kommt, pumpst du raus und wirst in die Wellen, dann reitest du die Welle auf. Echt? Ja, ja, das ist schon. Und wie tief ist denn die Welle? Also der Mast ist jetzt 75 cm. Ah gut, das ist so, das kommt drauf an, kannst du so, das Wasser ist dann hier oder hier, das variiert dann, du pumpst. Ja, das ist jetzt in der Schweiz, ist letztes Jahr war das auch schon. Ich mache es jetzt seit einem halben Jahr. Und die Marke ist die Schweizer Marke, der Shop ist in Oberrieden für die See. Die sind eigentlich Fassenschutztestziele im Standard Paddle Inflatables. Das ist halt so ein bisschen. Du, das kannst du auch machen mit Wingfoiling, oder? Das Wing, das hat so etwas angefangen. Das hat lustig. Aber das ist halt cool, weil es ist so rein, es ist Surfen, aber es ist Surfen auf dem Zürichsee, aber es ist hier nicht Surfen, sondern es ist eben noch mehr Intensitätsintervalltraining. Ja, ja, ja. Genau, genau. Du musst hier ein bisschen putzig gehen. Aber das macht ist der Spaß dran, oder? Es ist für die Ganzkörperspannung ist es gut. Also das ist das Coole. Aber das hast du ja ganz gesagt, ja, hast du, aber dann gesagt, wenn du in die Party bist, oder? Oh ja, das ist sicher nicht schlecht. Ja. So, ja, Maß. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ja, nein, nein, ich muss Mütze ausziehen, sonst schwitze ich. Ich habe eher warm jetzt.
Gehen wir nochmal prüfen, dann gehen wir nochmal weg. Weg. Ja, also das ist ein Fehler, das ist ein Anfang. Ich habe von Hand auch, aber. Ja, das ist ein Fehler. Vor allem am Meer, ich muss auch noch. Also, mir ist einfach einmal die Schrauben nicht mehr getragen. Das ist ein Das ist schön und voll, dass ich nicht mehr, dass ich noch ganz flach mit aller Arbeit. Das ist viel früher nur, aber wenn ich den Satz abholen, oder? Ich kann das noch sehen, wie vorhin, aber ich meine, die großen Damen sich gewöhnt haben, dass man jetzt so viel ganz flach hat. Und ich kann mir dann auch die vierte, die kleine, die Steine, das ist da abstehen. Okay, aber eben, du musst noch einmal gleich immer noch ziemlich pumpen, auch ein bisschen weniger. Ja, bitte, ich muss natürlich dann auch die Steuere nicht pumpen, oder? Ja, ja. Aber es gibt hier ein bisschen Sorgen, die ich fahre. Ja, absolut. Im Wind, ich freue mich auch im Wind, aber man kann es gut. Die Leute kann es gut. Okay. Also, in der Phase Sonne. Ja, das mit dem Anschlag nach vorne, die wird mit der Tiefe drin. Die Anschlag mit dem Wasser. Ich hab den, wo der Kran ist. Die Kinder unten, die Kinder voll.
Das ist halt super, da, die Anlage da ist genial, oder? Eben, wie wir schon starten. Also du musst vom Wagen hin, weil jeder Maßstab fährt, hat so eine Rampe und Boden und dann über den Steigen, das ist doch teuer. Aber das ist so genial. Eben, du musst eigentlich nicht so. Du musst eben höher. Das ist jetzt perfekt. Das ist perfekt, je nach der Höhe. Ich kann auch mit Los starten. Ich kann auch mal auf den Blick von mir, da drinnen, wo ich noch höher starten. Das ist natürlich zu klein, ich kann nicht sagen. Mit dem Kite schon, aber nicht mit dem Wing, oder? Also ich meine einfach Kite. Kite? Ja, das ist der Wurf, dann muss ich schon vorstellen. Sonst gibt es jetzt noch andere. Ja, genau. Okay. Okay. Das ist spassig. Recht gemütlich, aber doch, doch lässig. Die sind ja super zu. Aber wenn die Schweiz ist das nicht. Ja, ja. Also. Es gibt ein paar am Genfersee. Es gibt ein paar hier in Zürich. Aber schon relativ neu, ja. Eben, mit Cargo. Kannst auch 900 haben. Okay. Ist halt Cargo und ist halt Gut, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es wichtig ist, dass es Cargo ist. Es muss schon ein bisschen leicht sein, ja. Aber du könntest auch das Fnatic kaufen für 900, das geht auch, oder? Neu 900. Nein, neu weiß ich nicht. Ah, aber es gibt Serie Dings. Ja, ja. Das ist auch Serie. Okay, das ist nicht etwas, das sich jetzt total am Entwickeln mit meinem Fahrrad. Ja, da läuft schon einiges. Also eben der Master kommt jetzt dann, das Cargo wahrscheinlich, die Ultimas kommt da. Dann wird die Serie von Bronkling. Gut, aber eigentlich müssen wir annehmen, dass das Wissen bereits rum ist. Das ja, da hast du noch eine Verkantin da, oder? Ja. Kannst du alle noch wegnehmen? Das kommt drin. Es gibt Spüren, die breiter sind, aber weniger Volumen haben. Okay. Weniger Volumen. Wir haben einfach weniger Volumen. Okay. Wie beim Segelflügen. Wenn du einen breiter hast, dann fliegst du dich länger, oder? Aber du kommst überall an und hast viel, musst mehr Geschwindigkeit haben beim Starten. Oder du hast viel zu wenig Startgeschwindigkeit. Oder wie gesagt, die Volumen, Fläche. Nein, Volumen, Quadratzentimeter. Eben Fläche. Kubikzentimeter. Ah, okay. Das war so lustig. 2300 Fläche und 4265 Kubikzentren. Das ist schon geil, oder? Ah ja? Bitte.
closer and one from the beach because it's 3 liters out. Surfbrett? Yeah, it's surfbrett material. Carbon and so. Okay. We may have it for the lake. Yeah. It's in the bowman. It's a size lake and you have to bow it out. Collega von mir baut. Ich nicht. Die sind doch. Ich nicht. Aber einer von den Pumpen, den ich kenne, der ist eben selber. Der macht den Wasser und selber, das Wasser selber baut. Hebst du noch am Flügel? Ja. Rennst, drehst du einmal und dann rührst du den Flügel. Und dann am Schluss, wenn du gehört hast, bin ich diese 55 Meter vor. Ja, musst du schon nicht haben, das machst du schon. Ne? Ja, und dann habe ich eben auch den Flügel gekauft, zum Testen mit dem Flügel gekauft. Ja. Ich habe einfach gedacht, ich muss das lernen, dass ich so ein bisschen so ein bisschen so. Ja, das ist halt, das ist eben Übung macht den nicht brauchst, gell? Ich kann mir vorstellen, dass es noch gerne in der Bühne liegt und immer sein. Na klar! Natürlich, das kannst du, das brauchst 6 PS, dann lange ein Elektromotor, der mit Photovoltaik läuft. Eben! Eben, du brauchst keine 300 PS. Ja, ja, natürlich! Das ist ja der Ritt. Pumpst nicht die Hälfte. Das ist super grün, oder? Ja. Nein, das ist, da brauchst du kein Startschiff, da kommst du gerade durch. Vor allem mit Kindern, oder? Ja. Machen wir das auch mit dem Boot? Wie würden wir dort starten? Ja gut, du kennst einen Linienpark in Winterthur. Ein Wakesurfpark bei einem Wakesurflift. Du hockst im Wasser und du hast das Brett vor dich an und dann zieht sich das Brett an und kommt runter. Wie mit dem Wakesurf. Wie mit dem Surfbock. Hockst du hockst an, dann hast du die Leine in der Hand, kommt ein Druck drin und zieht es runter. Cool, aber dann musst du es perfekt machen, wenn du das in den Kopf gehst. Ja, ja, also musst du wissen, wie es vorher reagiert, oder? Eben. Aber und der Fahrer darf nicht zu viel Gas geben. Aber an so einem Ort, wie vorne, könntest du quasi vom Steg starten und musst dann irgendwie Seile greifen und gehen. Ja, oder du startest vom Boot. Was gibt es denn? Du startest vom Boot, Und dann fährt der Fahrer langsam an und dann fahre ich die Welle. Dann zerrt die Welle ab, solange ich du machst einen Tour, wie ich jetzt auch, und der, der muss auf den Fahrer, wie Wakesurfen.
Aber weiter hin. Ja, es ist voll grün, genau. Ja, das ist super geil. Du schnell, oder? Ja, jetzt können alle hier, die nur die, die alle ganz hinten sind, genau. Das ist ja schon recht, du brauchst schon ein kleines Schicht vor, ne? Du hast keine 43 PS, da bist du wieder in der Kuh. Das ist direkt, was man da macht. Das ist alles wunderbar, oder? Du kaufst mal weiter, das hat mich gefreut. Ich fahre mich auch mit dem Tenor, mit dem Hemi. Tenor. Zum ersten Mal. Komm mal dann von mir. Ja, ja, da, also jetzt sind wir schon noch da, bis die Party aufgeht. Ja. Nein, nein, mit dem Eingang. Okay. Ja, und tschüss. Dort, wo das Segelschiff sind, da kommt so rein. Hinten dran, wo du Motorboot reinlässt, wo die Taucher reingehen. Hinter dem Segelschiff. Hinter dem Hafen. Nein. Du musst dann immer vom Baum schauen. Genau, du musst vorlaufen, hinter zum Hafen und tauchen. Ja, musst du musst mir noch vorlaufen, das Telefon. Du kommst schon mal vorbei. Ja, für den Fahrer. Ciao, viel Spaß. Ja, Frühling ist kalt, dann geht es gut aus dem Brief ab. Und Schnee? Schnee. Schnee immer wieder mal.
Sind ihr bereit? Gut. Ja. Also. Also, ich komme mal. Und jetzt bin ich an dem Pumpen, das ist schon. Man merkt schon. Ne? Das ist ein gutes Training. Ja, ja, das ist schon. Schon. Oh, oh. Yeah.
kann es sehen. Kann man versuchen? Nein, schon gut. Ich war schon drinnen. Das Wasser ist auch kalt, hä? Ja. Also wir sind fast verfroren im Wasser. Was sind wir gesehen? Ja. Also nur der Bastel. Nicht schlecht, aber schon beeindruckend. Kann ich das Kind überhaupt? Also meine sind jetzt 9 und 11. Werden sie das Jahr. Und ich hebe dann das Brett. Dann laufen die Ankunft drauf, das könnte schon werden. Da hat sie genug, da braucht nicht so viel Kraft, um es nachher in die Hand zu machen. Nein, du nimmst einen kleineren Flügel. Okay. Und dann musst du einfach ein bisschen Gefühl haben, dann musst du die Pumpe. Das ist eher einfacher, wenn du richtig bist. Sehr einfach. Es hat einen 11-Jährigen, der jetzt in der Mitte, der kannst du recht gut, der hat unter dem Boot geführt. Aber es ersetzt halt nichts den Take-off, oder? Den musst du einfach das draufkumpen und pumpen. Das ist halt, musst du üben, 3-6 Mal. Die reise ja irgendwie aus. Ja, klar. Bis 20 Sekunden. Ja, klar. Schuhe, Händchen, Kappen, alles. Ja. Voll zu. Also jetzt den ganzen Winter durch, oder? Jetzt mal schauen, wie es am Samstag aussieht. Ja, das ist mein Flügel. Der Shop ist eben in Oberrieden, aber er macht jetzt nur noch Schäftrennen. Oder nur noch Wasserfall. Das Gate hat sich getrennt, oder? Wenn wir weiter. Wie wolltest du schicken? Kann ich mir eine E-Mail-Adresse geben? Oder kannst du mir das share auf der G-Drive? Google Drive? Ich
Kampfvogel. Also nimm meinen Namen, der Name, Vorname ist Zeno. Z-I-N-O. WhatsApp an Jao. Das ist cool. Kann ich sagen, das ist cool. So geht es nicht mehr hin. Ihr ja auch, ne? Ihr ja auch. Ja, ja. Neu ist es 2500. Aber wenn du es natürlich auf Regal kaufst oder so, kannst du es schon wünschen, wenn du nicht unten zu bekommen. So, und da rum. Das ist in China produziert. Aber jetzt, eben, jetzt wenn wir schauen, ob wir die Frontlinks irgendwie da produzieren. Gibt es natürlich schon mit Carbon 3-Printing, 3D-Printing und so. Jetzt kommen wir auf Teil. Ich muss ein bisschen Goofy üben, komm mal an. Im Sommer sind wir dann beim Wasserbadzentrum vorne. Da vorne. Wir sehen bei der Hafenpolizei. Hinten hat es einen Hafen. Hinter dem Hafen hat es eine Bootswasserungsstelle. Eine Tauchhalle rund. Das kannst du auch im Ringfall brauchen, oder? Also für den Flügel. Fett ist ein bisschen klein. Weißt du, du musst es auch in die Hand geben. Das ist eigentlich... Ich tue nicht mehr Windsurfen, das ist voll schwierig. Nein, Ringfall. Du hast das Segel in der Hand, direkt in der Hand. Das ist wie ein Drachen. Ja, ja, das funktioniert. Ja, das ist super. Ja, das ist mega schnell. Das ist schon spannend. Aber es ist gerade so sportlich, oder? Dann kommst du wieder in diese Wiese, um Kitesurfen. Beim Windsurfen hast du immer noch das Gestellage mit Masten und allem. Und beim Windfeuer hast du das Brett und den Wing, den pumpst du auf. Das ist halt schon lässig. Und das hat er jetzt auch, das hat der Maul schon mit allem angeboten. Das ist schon mal lässig. Und wie kommst du denn jetzt, wenn du ins Wasser gehst? Wenn du im Wasser bist, dann schwimmst du zurück, kommst du immer. Wenn ich da aus der Brücke gehe, dann bin ich nicht so. Also dann kannst du nicht weit raus da. Nein, also im Boot dann, oder? Aber ohne Boot. Und wenn du jetzt da links hättest, Laschen oder so, dann könntest du einhängen, dann quasi Wasser starten. Ja klar, also mit dem Boot kannst du schon. Auch ohne Laschen starte ich den. Also im Wienerpark hat es einen Wegsatzlift. Da steht der immer da. Ah ja, okay. Kannst du üben. Aber eben, das nimmt dir niemand ab. Der Take-off, den nimmt dir niemand ab, oder? Den nimmt er auch hinter dem Boot üben nicht ab. Du musst den Take-off machen und dann da anfangen zu pumpen. Und du musst auch zuerst... Nein, ich meine, ich rede jetzt von deinem... Wingen? Ja, beim Wingen hast du Fußlaufen. Wenn du schon springen willst, dann kannst du auch okay. Aber sonst, ich fahre jetzt lieber ohne Verletzungsgefahr. Aber natürlich, wenn du springen und so. Und kleinere Bretter, kannst du natürlich nicht mehr. Aber wie kommst du dort aus dem Wasser, wenn jetzt... Du fährst drauf, du machst wie ein Wasserstab beim Windsurfen. Das Neun ist drauf und dann zieht er die Uhr. Also hat er so viel Auftritt, dass er drauf
Weißt du, 74. 74. Oh wow. Der hat 15, oder? Der nicht. Der nicht. Das ist kein Vorgang. Der tust du nicht ringen. Oder 15, dann ist 18. 8 pro vorne. Eben, ich denke, der muss 70 Meter nehmen. Aber ich denke, die hat das auch gehabt. Wir haben eigentlich angefangen mit einem Highlight. Irgendwie 400. Das ist ein Boot. Das ist ein Schiff, oder? Und dann auch irgendwie, ja. Ja, 95 Liter zum Windsurfen. Ja, das ist mein typischer Wert. Bist du 80 Kilo? Ja, knapp 80, oder? Ja, Silva Plana. Oder Zürichsee. In dem Wind kannst du halt bei weniger Wind, gell? Aber darum habe ich das so gerne. Das kannst du immer machen. Ob es windet oder nicht. Du kannst immer pumpen. Die Wellen haben scheiße gehabt, oder? Mein Tag war schon bei 7 Windstärken, oder? Also, aber immer halt. Du musst Neopren haben. Ich bin aus der Ausstellung von Bödermeister. Aha! Schon in Fahrt laufen, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Windhofen, Windhofen. Ja, außer war gut, du. Kommen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sicher, ja, ja, da. Und ich bin sicher da. Bis war die Uka bin ich noch da. Gell? Immer Mittag, noch wieder um 2. Und dann Samstag, Sonntag, Morgen bin ich immer da. Also mit dem Wetter? Ja, ja. Im Sommer? Im Sommer nicht. Eben bis war die Uka. Bis war die Uka. Bis war die Uka. Außer sie gehen also Bewilligung. Aber wann geht die Anna auf? Mitte Mai, hätte ich gesagt. Anfang Mai. Das Wasser immer noch zu kalt. Auch wenn es jetzt viel wärmer wäre. Klar, dann musst du einen Shorty haben. Oder? Was gar nicht. Ich darf mal schauen. Unter unserem alten Brett. Da habe ich schon lange nicht gesagt. Yeah, sure, sure. No problem. What is this? Pump foiling. Sorry? Pump foiling. Pump foiling? Yes. I'll do a takeoff now. You can do a video if you want. Oh, yeah. It's a new summer sport. Oh, well, let's see. I hope so. You come from Indiana? Oh, yeah. Kind of. Oh, wow.
I'm only humanly powered. So I guess you need... Yeah, you need strength in your legs. Yeah. And the weight depends as well. How heavy you are. Oh. So the lighter you are, the easier. Oh, really? Yeah. And then... Is this American sports or? No, I mean... They do it all over the place. It's the first time I see this. Yeah. The communities around here. Okay. Up there it says fire. Okay. Yeah. Well, the guys who pump, a lot of them pump here on Zurich. Because this dock is perfect, right? And then there are some in Erlenbach. Now, if you get the ferry, oh, wow, you can pump the wave of the ferry, right? Oh. So that's also a possibility, right? Pump the wave of the ferry. So the ferry passes by, you pump out, you catch the wave. So it's like catching wave as well? Like, yeah, you just both, like, yeah, a plain, quiet water. Yeah, exactly. So the more waves, the better? No, doesn't matter. Okay, just different. You can with waves, it's fun, but with no waves, it's also fun. Anyway, it's a good exercise. And are there courses to take? We will offer now some courses in summer. You mean, we can look it up in the internet? Well, you want to try? Yes. Yes? Yes. Well, then you should come by on a Wednesday afternoon once. In summer? Yeah, here. Yeah. Here. And then just try once or twice, and if you like it, then you book a course, right? Or otherwise, we go to Wassersport Center in Tiefenbrunn. Ah, Tiefenbrunn, yeah. Yeah, there is a water sports center there. They have a harbor, and the ice fountain, the academic sports. Ice fountain, Akademischer Sportverband. Akademische Sportverband, yeah. Yeah. Wassersport Center in Tiefenbrunn. It's from pumping, pumping, because yeah, I pump that. Yeah. And the coil is just the wing here, right? Ah, it's just the coil, right? The coil is the pumping. It's always Wednesday afternoon. In 2 o'clock summer. Here, yeah. And in then summer. In summer, when the body opens, if you have a wetsuit, you just come on Wednesday afternoon. I don't have a wetsuit. If you plan to buy one, then I'm not going to plan one. First, I just want to try it. Maybe it looks very you need about 300 to 600 takeoffs to pump just a little. So what I do now, goofy side, I think now I'm about 250 takeoffs on the right side. Goofy is my weaker side, right? So this is regular, so the long lap I done, now it's regular. But the goofy side, yeah, you have to practice, so it's just takeoff. In the beginning, I have 2 children and I hold the board for them. They jump on, right? So they're 9 and 11. Okay. So they're about 30, 35 kilos. They jump on and they go. Yeah. And this is auntie coach? Yeah, this is not slippery. You can touch slippery. It. No, it's not slippery at all. Okay, obviously, you need. Oh my god, he's in the coach. Oh, cold. 6 degrees. Okay, now you need a jumpsuit. I will definitely not come now. I don't have to wear this. Well, then you pass by up front here at the Wassersport Center. We will be there, you will see us. Okay, interesting. We'll have a look at it. Or you can try behind the boat as well. You can book a lesson behind the boat. Uh-huh. And then the board is much bigger, but it's you just stand and you try to balance to come up on the foil, right? And this is really, this is a lot of combinations. You run, you jump, and then you pump. And with the normal board behind the boat, you just hold, right? Think about it. It looks very easy. Yeah, that's supposed to look easy. It's very easy. Yeah. Only men do that? No, lots of women. Really?
Yeah, yeah. You have to be strong. Doesn't matter. You just have to, depends on the weight, right? I mean, anyway, I have these muscles in my leg, so it's not bad. But another rider, he's 70 kilos. He's very slim, right? So skateboarders, they normally are very slim. And it's like doing an ollie, a jump with a skateboard. So you think they love it and they can Skateboarders have a, I'm sure they have a certain advantage. Exactly. If they are good skateboarders, anyway, they have, yeah. Because of the balance, I guess. Not only balance, it's, yeah, the, yeah, okay, the control, everything. Like skateboarding also helps for half pipe and snowboarding. Okay, I do one more goofy now. Yeah, goofy. Goofy time. It's so funny, the way the first couple of hundred times. It's that's also important. Was hat you say in German? Je mehr man, je mehr Fehler, desto mehr lernt man. The more mistakes, the more you learn from experience. Ähnlich wie selber Pump, aber du, ja, es ist wahrscheinlich ähnlich wie ja. Aber das ist halt das Gleiche mit dem Film mehr, oder? Bei dem Pump ist das Gleiche richtig, oder? Aber du musst dich gleich in Bewegung, beim Surfen musst du auch so wippen. Genau, ja. Bis du weiter sagst. Ja, und da musst du natürlich, du musst ihn wie rausholen. Und wenn man raus ist, dann du kommst ein bisschen Zielkurve mit den Höhen steil, also die dann lachen und längere Bewegungen. Das heißt sehr hoch, du bist recht schnell und dann genau. Jetzt bin ich dann für ein Bussi irgendwo da. Ja, Respekt, wenn du das so lange gemacht hast. Du bist auch gut zu dir. Genau, ja, das ist schon ein paar Mal gegangen. Singapur. Genau. Indien. Und ihr wohnt da? Nein. Da geboren. Cool. Ja.
Ja, Singapur ist jetzt offen. Kannst du reisen? 2 Wochen Quarantäne. Überall in Afrika. Meine Frau ist Japanerin. Ah, so gut. Aber sie kann nicht einreisen. Also doch, sie ist jetzt sie an Weihnachten und ich bin auch sie vor Weihnachten. Quarantäne. Ja, ich bin in Quarantäne. Sie verlangen es, aber sie enforcen es nicht. Sie checken es, ich habe nicht ein Telefon bekommen. Sie haben meine Telefonnummer nicht registriert. Die Japaner sind total viel wacker. Sie haben ja Demokratie, oder? Ich meine, Singapur ist kein mehr militärisch. Die ist gerade. Die meisten Impfungen. Ah, Impfungen, ja. Die haben AstraZeneca-Impfstoffe produzieren, ohne dass AstraZeneca sie haben. Wie sie gesagt haben, das kommt eh, oder? Das hat sich sofort ausgezahlt. Ich muss auch mal sagen, Goofy. Goofy? Also ist das wieder etwas anderes? Nein, Goofy hat nicht noch die Seite, wo sie mehr üben, weißt du, Bein und ausgleichen sind. Bist du Lehrer in dem Fall? Ich bin. Also Lehrer. Hast du so einen Goofy-Lehrer? Pamp-Lehrer bin ich. Er ist der Goofy. Oh nein, 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 nein! Oh nein! Könnt ihr mich auch abholen? Oh ja, okay, why not? Also warum denn? Jetzt um die 3 Monate, der Fortschritt. Der Goofy. Halt viele können nicht draußen machen, gell? Es ist ein Haus oder so. Ja. Weil, was macht der da? Ja, darum sind wir neugierig. Es ist etwas Spezielles mit dem Sommer. Wenn du so viel Sport draußen treibst, dann kannst du nicht mehr irgendwo drin. Oder wie wandern, E-Biken. Es sind so viele E-Biken, so viele Wandern. Jetzt kommt die Pumpe. Jetzt kommt das noch nicht der Sommer. Das ist ja gut für euch. So ist es. Come on, regular. Right. Mm-hmm. But this is
Ja, 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 ja